Zauberer könnte vielleicht. Ja? Ja, Hira, nichts für ungut, aber das ist das schlechteste Zeitpunkt, um über sowas zu diskutieren. Wir sind mitten in einem Kampf. Und du redest darüber, dass ein Anführer, gewechselt werden muss, mitten im Kampf. Nichts leichter als das. So, da ist ein Aufzugsschacht. Machen wir erstmal die Tür auf. Bevor wir da runterfahren, ein Quicksave. Also runter in die Minen des Mantelwaldes. Beinahe unter meiner Würde. Ja, hast ihm immer der flammende Faust. Ihr seid die Schweinehunde, die dafür verantwortlich sind, dass unsere Minen nicht mehr arbeiten. Ihr seid an den falschen Ort gekommen, Freunde. Ich bin ein ganz fieser Hurensohn und werde euch kurz und klein dreschen. Okay. Hat er gerade was gesagt? ja, das war gemein. Die Wächter hier. Die Wächter hier sind definitiv. Wächter. Andersen spricht schlecht von Daveron. Wartet, ihr seid kein Wächter. Aha, Wächter. Okay. Wir haben hier wohl Sklaven gefunden. Holt mich aus diesem Höllenloch. Ja, machen wir. Es gibt zwei Gründe, warum ich diese Hacke gegen diese Felsen schlage. Möchtet ihr sie hören? Ja. Erstens, weil ich mir vorstelle, dieser Felsen sei der Schädel meines Wächters. Zweitens, weil der schwache Funke, der meiner Mühe entspringt, das einzige Licht ist, das ich jemals wiedersehen werde. Wenn ihr ein neuer Sklave seid, wie ich es einst war, lernt ihr diese einfache Wahrheit schnell genug. Ihr braucht meine Man kann's ja mal versuchen. Aus diesem Höllenloch das sind keine schwarzen Krallen. Ja, ich weiß, dass wir keine schwarzen Krallen sind. Aus diesem Höllenloch raus. Jo. Was? Beinahe unter meiner Würde. Und ja, das könnte etwas nervig werden, weil das werden sie noch ziemlich oft sagen, dieses holt mich aus diesem Höllenloch raus. Zum Glück ist nur die oberste Etage der Mine mit Sklaven befüllt. Dann haben wir ihm gegen sein Kopf, keine Pistole. Wer seid ihr denn nun? Wollt ihr Eisen oder sowas kaufen? Wenn ihr schon hier seid, könnt ihr mir vielleicht einen Rat geben. Meine Frau beschwert sich in letzter Zeit vor allem über unser Nachtleben. Sehen Sie, bei all dem Stress und Ärger in letzter Zeit fehlt es meinem Maibaum etwas an Standfestigkeit, wenn Sie wissen, was ich meine. Nun, ihr solltet noch etwas frische Luft schlafen. Vielleicht liegt das an den Dämpfen hier in den Minen. Hey, wartet einen Moment, jetzt erkenne ich euch. Ihr seid die Kerle, die den ganzen Ärger deutlich verursacht haben. Ergebt euch auf der Stelle. Ja, so viel dazu. Geben wir ihm einen netten Tipp und... Danach ist er weggenatzt. Holt mich aus diesem Bitte helft uns, holt uns hier raus. Holt mich aus diesem Höllenloch. Oh, das sieht interessant aus. Und der Bergarbeiter, der davor steht, sieht auch etwas komisch aus. Bitte rettet mich. Wenn ihr mich freilasst, edle Herren, erfahrt ihr von mir, wie man es anstellt, dass diese ganze Mine den feisten Sklaventreibern um die Ohren fliegt. Wir lassen euch frei und erzählt uns, was ihr wisst. Also, dann hört mir gut zu. Ihr könnt diese Idioten ganz einfach reinlegen. Hier neben mir ist ein Stöpsel aus Stahl. Okay. Sieht für mich zwar eher wie eine Panzertür aus, so eine Tresortür, aber gut, wenn es ein Stöpsel ist, der den Fluss auf der Oberfläche verschließt. Wenn ihr den Stöpsel löst, steht binnen kurzem die ganze Mine unter Wasser. Der Herr der Minen hat als einziger einen Schlüssel zum Öffnen des Stöpsels und mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Wenn ihr mir den Schlüssel bringen würdet, könnte ich damit die Mine überfluten. Woher wisst ihr, wie dieser Schlüssel funktioniert? Da ist der Zwerg auf der zweiten Minenebene. Er heißt Geslik und er ist der letzte Überlebende des Clans, der hier einst gewohnt hat. Er hat den Stöpsel unter Todesandrohung für den Herrn der Minen entworfen. Ich habe das letzte Mal mit ihm gesprochen, als ich wegen schlechten Betrags in die Zelle musste.
Okay, wir versuchen den Schlüssel zu finden. Gut. Wenn ihr noch nicht in den unteren Ebenen wart, versucht einen Mann namens Rill zu finden. Er ist ein guter Freund von mir und ihm wird wohl ein Plan einfallen, wie wir alle Sklaven die Sicherheit bringen können. Bis später und lasst euch nicht umbringen. Nebenbei, sieht gut, sieht immer besser aus. Noch gut 6000 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Meter. Ja, das versuchen wir jetzt ja, euch da rauszuholen. Natürlich ist die Mine. Ja, die Mine ist jetzt etwas kleiner, jedenfalls diese Etage. Also sollten wir mit dieser Etage sollten wir eh keine Probleme haben. Außer wir tappen in irgendwelche bösen Fallen. Aber soweit ich weiß, gibt es auf dieser Ebene der Mine noch keine Fallen. Höchstens beim Runtergang. Aber erstmal gucken wir uns hier oben um. Ja. Mit Drisit nehme ich sogar auf, wenn ihr mir beide Arme auf den Rücken bindet. Ah, der nächste Halbstarke. Ihr da, was sucht ihr in diesem Bereich? Gebt euch auf der Stelle. Ihr werdet jetzt sterben, kleiner Wächter. Wir geben auf, das glaube ich nicht. Ja. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Wir geben auf, wartet hier, bis die Wachen kommen. Ja. Nee. Okay, da kommen schon ein paar Wachen. Oh, da ist noch eine Wache. Aber mit dir dürfte ich es alleine schaffen. Okay, jetzt ist auch die Wache aggressiv. Ich will immer hinhauen. Aber Minsk hat ihr gezeigt, wo der Hammer hängt. Beziehungsweise das Schwert. Also, da der Weg da besser befestigt schien. Ja, machen wir ja. Okay, der eine Wächter flieht vor Talisa. Auch gut. Ach, er hat ein bisschen Mut wieder gefunden, da er schon wieder vergangen ist. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. So, jetzt prügeln alle auf ihn ein, in der Ecke gedrängt. Das war nicht nett. Okay, die Wächter hier. Waren interessant. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Düna hier, du solltest doch nicht. Wo wollt ihr alle hin? Ja, die Wegfindung. Und im Weg steht der Bergarbeiter. Mich kümmert hier lang. Was? Nichts leichter als du das. Bist Jankum, ich hab genug davon. Weißt was, Imoin, du gehst alleine kurz vor. Da müsste nämlich eigentlich eine Sackgasse sein. Die ich nur schnell aufdecken will. Genau. Ja? Und hier ist auch nichts mehr. Hier sind die Minenstollen auch wieder zu Ende. Gut. Okay. Dann der untere Gang. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Ja, wenn die das jetzt rund sagen, ist das sogar noch schlimmer. Ferris, du scheinst was zu sagen zu haben. Psst, es gibt irgendwo einen Stöpsel, der diese Minen vor der Welle des Flusses schützt. Findet ihn, dann bleibt vielleicht vor dieser Höhle nur noch die Nasser-Erinnerung. Dies ist die einzige Mine zwischen Baldurs Tor und Arm, die noch immer brauchbares Erz produziert. Wenn auch mit einer schrecklichen Methode. So gern ich diese stinkende Mauer überfluten würde, wir brauchen vielleicht noch mehr als Erinnerungen von ihr. Wo ist der Stöpsel, von dem ihr sprecht? Ich weiß nicht, aber es heißt, Daveron trage den Schlüssel immer bei sich.
Okay, dann müssen wir Daviron finden. Und Yahira sollte gucken, dass sie an den Bergarbeitern vorbeikommt. Noch ein Bergarbeiter und hier ist der Weg. Okay, wir haben den Weg nach unten schon mal gefunden. Jetzt gehen wir noch den letzten Arm ab. Für den Fall, dass dort noch Wächter sind, die uns in den Rücken fallen könnten. Holt mich aus diesem Höllenhaus. Ja, Gott. Bin ich froh, wenn ich die zweite Etage erreicht habe. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Was hast du zu sagen? Bitte rette mich. Ich war einst im Bad. Ich kannte alle Lieder, die es jemals gab. Und ich konnte sie so schön singen. Aber jetzt ist mein Hals im Staub erstickt und meine Lungen sind in dieser kühlen Luft verdorrt. 1000 Flüche auf Daviron und den Mann, der ihn eingestellt hat. Ja, das ist ein kleiner Hinweis. Oh, hallo. Wieder einer, der aufs Maul will. Oh, noch einer, der aufs Maul will. Genau hier weg, da. Du bist keine Kämpferin. Ja, hier war Heimat, Dina hier. Bitte rettet mich. Und zwar am besten gleich zweimal, dass sie wieder voll ist. Obwohl fast voll trifft sie eher. Gut. Ja. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Das war wohl der Wächter, dem dieses Bett hier gehörte. Dass die hier einfach schlafen. Oder das ist eine Sklavenkoje. So, hier steht noch ein Bergarbeiter rum, der hat nichts zu sagen. Was wollt ihr? So, immerhin, du gehst da oben lang. Davon. Guckst mal kurz, was dort noch ist. Und ja, ich mache mir keine Mühe, die Wächter zu plündern, wie die haben alle nur Rüstung, Waffe, Schild bei sich. Oh, hier geht's ja doch noch ein Stückchen weiter als gedacht. Rettet mich, edler Herr. Bitte rettet mich. Aber hier ist Ende im Gelände. Ja, gut. Wenigstens keine Kobolde mehr, die, ja, oh Allgegenwärt für die Yahira. Gruppe. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Da geht's nicht lang, Yahira. In den unteren Ebenen wird das noch lustig werden. Naja, wenn ich einfach alle Wächter töte, die hier rumlungern. Diesem Höllenloch raus. Das sind keine schwarzen Krallen. Ja. Entweder meint er uns damit oder die Wächter. Wobei die Wächter sind wahrscheinlich. Ja, die Wächter sind die Wächter. Das sind eigentlich angeheuerte Eisenthron-Soldaten. Und keine Räubersöldner. So, hier sieht alles noch okay aus. Kann. Minsk mal mit sich rumschlemmen. Der ist ja eh unser Lastesel zurzeit noch. Solange bis Talisa 19 Stärke hat, dann kann sie besser schleppen. Aber das dauert noch ein bisschen. So, jetzt erst einmal die Truppe hier versammeln. Wer fehlt noch? Khalid. So. Ich weiß, dass ich meine Party versammeln muss. Okay, ein Wächter. Den lassen wir mal zu uns kommen, weil ab hier könnte es Fallen geben. Noch ein Wächter. Gut.
So, jetzt gehen wir ganz vorsichtig in diesen Gang hier. Ja, ich hab genug davon. Und jetzt heißt es mal wieder, ihr Wollen geht vor. So, wie groß ist die Ebene? Auch nicht so groß, aber trotzdem sollten wir vorsichtig sein. Genau wegen sowas. Ja. Au. Aua. Ihr habt gerufen? Ja, gut. Der Bastard schießt mit Giftpfeil. Er schoss mit Giftpfeil. Gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Wie oft hat Yahira jetzt schon gemeckert, seitdem wir in dieser Mine sind? Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Beziehungsweise seitdem wir im Mantelwald angekommen sind. Langsam reicht's irgendwie. Oh, der hatte Gold dabei. Mich kümmert hier lang!